Ich leide unter Lidl Cashback FOMO. Ja, tatsächlich ist es so. Und in diesem Video möchte ich nämlich mit euch nochmal gemeinsam über das Thema Vivid Money Banking App sprechen und ihr brutales und wirklich geniales 10%ige Cashback Programm. Deswegen erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal, Holly hier vom Dividenden Backpacker Kanal. Ja, bevor wir jetzt in die ganze Thematik reinstarten, möchte ich einfach noch mal gerne etwas ja richtig stellen, und zwar ist mir in meinem letzten Video über Vivid Money ein kleiner Fauxpas passiert. Der wurde aber auch sofort von euch richtig gestellt, deswegen auch gleich mal Dankeschön für die richtig geniale Community. Ja, was ist da gegangen? Und zwar dieses Cashback. Wir bekommen ja, wenn wir das Ganze nutzen, 10% Cashback in virtuellen Aktien gutgeschrieben. Ich habe dort gesagt, es kann eventuell auch sein, dass unser Cashback, wenn die Aktie eben diese virtuelle Aktie schlechter läuft, weniger wird. Das stimmt so zum Glück nicht. Es kann nur quasi auf dem ja Betrag zurückgehen, der wo eingebucht worden ist, und das ist halt mal richtig, richtig stark. Und ja, wenn wir schon dabei sind, richtig stark wäre es jetzt auch von dir, wenn du hier mir einfach mal ein Abo da lässt. Dankeschön dafür. Ja, Freunde, bevor wir auch richtig loslegen, das ist ja nicht nur dieses 10%ige Cashback-Programm, was Vivid aktuell hat, sondern auch, es gibt für dich, wenn du dir über meinen Link unten diese coole Metallkarte hier holst, nochmal zusätzlich 20 Euro Bonus obendrauf, und das ist halt mal richtig, richtig stark. Fairerweise sei dazu auch gesagt, wenn du dir die Karte über meinen Link holst, ich bekomme ebenso 20 Euro Bonus. Ja, und jetzt würde ich sagen, start mal voll rein, und zwar switchen wir jetzt an den PC ran. Und zwar geht es hier einfach mal um diese Vorteile, was Vivid eigentlich hat. Und zwar, wie ich vorher schon in die Kamera gehalten hat, es geht um diese Metallkarte, die ist komplett kostenlos. Du kannst dir mehrere kostenlose Unterkonten erstellen, Echtzeitüberweisung, und ganz ehrlich Leute, diese Echtzeitüberweisung ist richtig, richtig stark. Ja, sparen auf Reisen, Reisen ist aktuell echt nicht möglich, aber dann, wenn es wieder möglich ist, ist es halt richtig, richtig stark. Höchste Sicherheitsstandards, also natürlich typisch deutsch, wir schauen da echt gerne auf unsere Sicherheit. Ja, komfortable Finanzübersichten, die möchte ich euch auch zeigen. Abo-Kontrolle, das ist neu, das habe ich selbst noch nicht angeschaut. Und wer eben gern über Apple Pay und Google Pay bezahlt, das kann natürlich darüber auch passieren. Ja, und wenn du jetzt neu bist und dir quasi jetzt gerade das Ganze über meinen Link dann bestellt hast, dann geht es natürlich auch mal um diese ganze Cashback-Aktion, und da schauen wir uns auch gleich das Ganze am Handy an, weil das ist dann auch nochmal viel, viel interessanter wie diese App hier. Ja, und wenn du jetzt dann demnächst deine Karte bekommst, deine neue quasi, schauen wir einfach mal, was für dich vom Vorteil ist. Und zwar das große Vorteil ist, die ersten 3 Monate nutzt du automatisch Vivid Prime. Das heißt einfach, du zahlst gar nichts dafür, kommst aber danach automatisch in die Standardversion wieder rein. Also das ist auch mal ganz, ganz wichtig zum Sagen. Natürlich kostenloses deutsches Bankkonto, IBAN, BIC und so weiter und so fort, damit du dort auch deine Karte aufladen kannst. Also ich habe das, handhabt es so, ich lade die einfach am Anfang des Monats für 200 Euro auf. Und ihr kennt es mir ja durch den Chefkoch-Kanal. Ich verlinke euch gleich mal meinen anderen Kanal da oben. Schaut mal da auch gerne rein. Ja, diese 200 Euro nutze ich einfach dafür, dass ich Lebensmittel kaufen tue und kriege dann ungefähr 20 Euro Cashback im Monat. Und das ist halt mal richtig stark. Bin aber auch gespannt, welche neue ja, Anbieter dann ab den 1.12. mit dabei sind und welche von den alten wegfallen werden. Ja, auf jeden Fall. Hier ist auch der Unterschied eben, du kannst bis zu 100 Euro Cashback im Monat ja holen quasi mit der Prime-Aktion und so weiter und so fort. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir switchen jetzt direkt in mein Handy rein, und zwar geht es gleich in die Vivid ja, Banking App, und zwar starten wir das Ganze jetzt gleich mal. So, Passwort ist schon eingegeben und jetzt geht's los. So sieht mein Pocket quasi aus. Gesamtsaldo 266 Euro, mein Pocket und Stock Rewards. Wir schauen jetzt einfach mal gleich in mein Pocket rein, und zwar, ja, im Oktober habe ich quasi 150 Euro ausgegeben, und man sieht es, Lidl, Lidl, Aldi, Lidl, Lidl, Aldi. Ich habe tatsächlich auch in Slowenien, wo ich war, Mitte Oktober,
probiert, dort im Lidl zum Zahlen. Nein, Aldi war es tatsächlich sogar. Da habe ich jetzt aber bloß diese 0,1% Cashback bekommen. Ja, schade, aber wollte es trotzdem mal probieren. Ja, Oktober vorbei. Im November habe ich schon etwas mehr Geld überwiesen und da möchte ich jetzt auch gleich zum Sprechen kommen. Und zwar natürlich Lidl einkaufen gewesen, Klassiker. Und leider wirklich unter Lidl Cashback FOMO. Nee, ganz ehrlich, da arbeitet eine echt hübsche Frau, deswegen bin ich echt öfters dort und habe sie mich aber noch nicht ansprechen trauen. Ja, auf jeden Fall Otto GmbH. Wieso habe ich meinen Laptop versucht, darüber zu zahlen? Da schauen wir jetzt gleich mal in die Rewards rein und zwar ist da was Neues rausgekommen. Super Deals nennt sich das Ganze und da schauen wir uns das Ganze doch mal an. Und zwar kann ich zusätzlich 50 Euro eben in Cashback verdienen und wie du siehst, Rewe, Carrefour, Lieferando, Uber Eats, Otto, Zalando und wie sie nicht alle heißen, sind dort mit von der Partie und auch Otto. Und ich habe mir natürlich gedacht, so schlau wie ich bin, ich habe einen Laptop ja über Otto bestellt und habe noch 800 Euro eben da frei, also offen gehabt zum Zahlen, Überweisung, zack, Bogen funktioniert nicht. Also wenn du etwas bestellst, ich habe das eben auf Rechnung bestellt, das Ganze. Eben, wenn du sagst, wenn du bei Otto bestellst und das Ganze aber abbuchen lässt, dann bekommst du auf jeden Fall dein Cashback. Ebenso, wenn du es bei Amazon machst und so weiter und so fort. Oder hier, das sind jetzt die neuen für die Prime Cashback Aktion. Und zwar hier Wertesheim Village, Ingolstadt Village, Amazon Prime, Prime Video, YouTube, Netflix, Spotify, Badoo, Tinder, wer tindert, also ich tinder auch. PlayStation und so weiter, Nintendo ist dabei, Xbox für die Zocker ein bisschen was, Blizzard ist mit dabei. Also es sind echt richtig geniale Sachen mit dabei für unser Cashback und das sind jetzt diese Sonderangebote, die wo eben für mich und für jeden anderen auch gültig sind und zwar eben bis zum 30. November. Ich habe von meinen 20 Euro bereits 14,46 Euro in Cashback erhalten. Lidl, Aldi, die sind jetzt auch wieder zwei neue mit dabei. Dennis Biomag, oh mein Gott, jetzt Biomarkt, ja, Bio Company, Alnatura. Dann wird es interessant, Flixbus, wenn es mal wieder zum Reisen geht. Netflix, PlayStation, Nintendo, Spotify, E.ON, Yellow. Wer eben dann eben Strom bezieht, auch über Vattenfall, Innogy, ENBW und so weiter und so fort. Das ist halt mega interessant und jetzt schauen wir uns noch eben das ganze Stock Rewards an und zwar hier kannst du eben deine Aktien auswählen. Ich habe jetzt eine Bayer mit drinnen, eine Intel und zuletzt eben eine Facebook mir geholt noch, einfach dass da ein bisschen ja kunterbunt das Ganze gemischt ist. Und zwar, wenn du dann auf Aktien gehst, kannst du zum Beispiel Tesla, Zoom, Apple, Visa, Deutsche Börse, Moderna, Nvidia und so weiter und so fort aussuchen, das antippen und dann wird automatisch dorthin dein Cashback ja, verschoben. Und wie du sehen kannst, ich habe einen leichten Gewinn mit drinnen, das freut mich echt extremst und es haben sich schon ein paar von euch auch über meinen Link in, ja, registriert und haben auch schon den Bonus erhalten. Dankeschön dafür. Und diese 20 Euro Bonus bekommst du aber erst, wenn du einmal für über 20 Euro eingekauft hast. Aber denk mal, beim Lebensmitteleinkauf ist das null Problem. Ja, was gibt es jetzt noch sonst zum Erzählen? Wenn du jetzt dein Cashback eben auszahlen lassen möchtest, ist auch absolut kein Problem. Das habe ich auch schon mal probiert. Irgendwie stand jetzt aber drinnen, dass du dafür dann einmal auch über 20 Euro einkaufen musst, aber das ist ja auch kein Problem, wie schon gesagt. Auf jeden Fall, ich finde das Ganze ultra genial durch der Cashback-Aktion. Ich bin jetzt selber gespannt, wie gesagt, diese Sonderangebote jetzt für mich und für dich eben, die gelten noch 10 Tage, wenn das Video morgen online ist, noch 9 Tage. Bin echt gespannt, welche neue Produkte dort auf jeden Fall ja online kommen. Vielleicht kommt ja eine Kaufland mit dazu, eine Edeka oder sonstiges. Also bin da echt mega krass gespannt. Ja, und viele Fragen oder einige haben auch gefragt, wie Vivid eben Geld verdient. Also ich kann mir das persönlich jetzt auch unter anderem so vorstellen. Das sind jetzt aber nur meine Gedanken. Das wird halt auch wiederum wie ein Marktplatz behandelt. Je weiter oben ein Unternehmen ja, gelistet ist, desto mehr müssen sie zahlen. Aber das ist jetzt bloß mein Gedanke dazu.
kann falsch sein und wird definitiv auch schätzungsweise falsch sein. Auf jeden Fall super Deals, kann ich auch echt empfehlen. Ihr wisst es jetzt, wie man es richtig macht, eben nicht auf Rechnung bestellen, sondern einfach wirklich vom Konto abbuchen lassen. Und dann würde ich sagen, läuft es richtig gut. Auf jeden Fall hoffe ich mal, ich habe euch jetzt einen richtig guten Mehrwert liefern dürfen. Also wie gesagt, Vivid Money, absoluter Fan davon, von diesen Cashback-Aktionen. Macht richtig Spaß, das an der Kasse dann eben einzulösen, beziehungsweise eben, ja, du zahlst ganz normal und kriegst dann nochmal einen schönen Rabatt obendrauf. Das ist ja richtig, richtig stark. Auf jeden Fall, ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe euch einen guten Mehrwert liefern dürfen. Ihr habt meinen Kanal abonniert, das ist nämlich super Feedback, Dankeschön dafür. Und ja, Freunde, wir sehen uns dann auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder. Wenn du nicht warten magst, ich blende hier jetzt noch gern zwei Videos ein, schau da gerne vorbei. Wie gesagt, Kanal abonnieren, gerne auch auf meinen Chefkoch-Kanal vorbeischauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, servus, dein Holly.